Servus Leute und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier. Das wird immer das letzte Video sein, das ich heute hier mache, beziehungsweise in den letzten, ja, paar Monaten oder sowas. Auf jeden Fall dreht sich das Ganze um unser Projektnetzwerk, das ihr ab heute beitreten könnt. Wie? Ganz einfach. Und zwar, wenn ihr auf der Homepage sind, öffnet sich hier so ein Fenster. Wir hosten verschiedene Projekte. Dann kommt ihr in den Willkommensscreen. Dann geht ihr weiter auf die Partner, klickt auf zu unseren Angeboten. Könnt ihr die V-Server auswählen, werden auch alle Informationen angezeigt. Dann die dezidierten Server, die sind natürlich etwas teurer, leider. Aber manche Server sind noch nicht verfügbar. Da könnt ihr dann auf dieser Homepage hier, könnt ihr auch einfach auf zurückklicken. Der Webspace ist natürlich immer verfügbar, da könnt ihr es auch natürlich kaufen. Und unsere Game & Voice Server sind natürlich auch jetzt schon hier zum Kaufen. Und TeamSpeak Musikbots leider noch nicht, ebenfalls wie die Angebote von euren Projekten sind da im Moment noch nicht zum Verkaufen angeboten. So, aber wie funktioniert das Ganze, dass wir jetzt mal was kaufen können? Und zwar zum Beispiel gehen wir jetzt auf unsere V-Server hier, einen 8-dynamischen CPU-Kurs, Intel Xeon E5 Dual Socket mit mindestens 2,4 GHz. Das Ganze muss natürlich noch bearbeitet werden, dass es 2,4 GHz sind. So, dann klicken wir auf Jetzt kaufen. Und dann geben wir unseren Vor- und Nachnamen, in dem Fall Test. Und eine E-Mail-Adresse. Dann gebt ihr euren PaySafeCard-Code ein. In dem Fall schreibe ich Test. Aber man kann bald nur noch mit Zahlen das Ganze hinschreiben. Ich schreibe jetzt hier irgendwas hin, zum Beispiel. Und da es ein V-Server ist, schreiben wir hier zum Beispiel den Servername. Also zum Beispiel jetzt OpenVZ hin. Dann klicken wir auf Bestellen. Und die Bestellung wurde eingegangen. Das heißt, ich bekomme eine E-Mail. Werde euch dann per E-Mail kontaktieren mit euren Zugangsdaten für euren V-Server. Vorher natürlich prüfen wir noch das Ganze mit dem Team, ob die PaySafeCard überhaupt stimmt. Wenn das Ganze natürlich stimmt, das Ganze wird dann natürlich gekauft und dann werden wir euch die E-Mail schicken. Und von dort aus könnt ihr dann das nutzen. So, was bei uns natürlich dann auch das Wichtigste wäre für euch, wenn ihr einen V-Server habt und dann noch eine Domain kaufen möchtet, könnt ihr das Ganze natürlich noch auch, glaube ich, schon machen. Schauen wir mal kurz, ob die Domains schon dabei sind. Nein, im Webspace müssten die schon dabei sein. Schauen wir mal gerade kurz, wo die ganzen Domains sind. Die Domains sind noch nicht dabei. Die Domains sind noch nicht, aber die Domains kommen natürlich noch unter den V-Servern. Unter Selbstbiss kommen hier die Domains noch. Das heißt, ihr könnt auch Domains mieten. Also mieten heißt pro Monat bezahlen. Das heißt, in dem Fall haben wir jetzt hier einen 4-Euro-Server ausgewählt. Das heißt, ihr zahlt pro Monat 4 Euro für den V-Server OpenVZ, wo hier auch alles Infos nochmal stehen. Falls ihr aufrüsten möchtet auf diesen Server hier oder sowas, dann müsst ihr 8 Euro bezahlen. Bei den dezidierten Servern ist das anders. Da müsst ihr 145 Euro einmalig bezahlen, im Monat dann noch 45 Euro. Dann haben wir hier 70 Euro und 140 Euro Einrichtungsgebühr. Das heißt, ihr zahlt, lasst mich kurz rechnen, 210 Euro. Dann haben wir bei den promonatlichen, bei dem P4.0, also bei dem Premium 4.0 V-Server, beziehungsweise dezidierten Server, haben wir die 140 Euro nochmal Einrichtungsgebühr, natürlich 64 GB DDR4 RAM und ein AMD Ryzen 7 mit 8-Core 3,7 GHz. Das heißt, ihr zahlt 270 Euro einmalig und den Rest nur 130 Euro per PaySafeCard im Moment noch. Dann übers Webspace zahlt ihr 2 Euro im Monat für eine SQL-Datenbank, 5 E-Mail-Konten und 1 GB Speicher pro Mail-Account. Im B2, also im Business-1-Paket, zahlt ihr 3 Euro pro Monat für 5 Datenbanken, 20 Mail-Konten und 5 GB Speicher pro Mail-Account. Dann habt ihr pro Monat noch das Premium-1-Paket für 5 Euro, habt 10x SQL-Datenbanken, eine unbegrenzte Mail-Kontenanzahl und 5 GB Speicher pro Mail-Account. Bei den Game & Voice Servern sind wir schon so weit, dass wir einen TS3-Server für 15 Euro anbieten im Monat, für 50 Slots und Hostfunnel dazu, eine Verschlüsselung extra und eine eigene Subdomain. Bei den Minecraft-Servern sind wir so auf 20 Euro pro Monat, mit dem neuesten Minecraft Vanilla als Update, 5 GB Arbeitsspeicher mit einer Datenbank, also falls ihr, was weiß ich, welche Server aufmachen möchtet, bleibt euch überlassen. Dann haben wir Garry's Mod Server für 15 Euro pro Monat, ein privater Server mit Passwortsicherung, 16 Slots, 3 GB RAM und 1 GB Speicherplatz mit einer MySQL Datenbank. Der Gigabyte Speicherplatz ist dafür da, dass wenn ihr Maps hochladet, dass die Maps dann sch schneller laden. Wir haben noch einen Arma 3 Server für 15 Euro pro Monat mit so viel Platz, wie ihr braucht.
also so viel Arbeitsspeicher, wie ihr braucht, mit einer 50 GB SSD-Festplatte, mit einer MySQL-Datenbank und so viele Plugins und Mods, wie euch zu Füßen liegen, für 15 Euro im Monat. Die Teamspeak-Musikbot-Angebote sind zwar noch nicht parat, aber dafür könnt ihr 1,50 pro Monat und 1 Gigabyte inklusive nutzen. Dann habt ihr pro Monat nochmal 7 Euro pro Monat und genau 7 Euro pro Monat für 5 GB Speicherplatz. Dann habt ihr 6 Monate für 9 Euro pro Bot und 1 GB inklusive. Und ein Jahr für 18 Euro pro Bot habt ihr nochmal 1 GB inklusive. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Bot kauft für 18 Euro für ein Jahr lang, könnt ihr da 1 GB lang Musik drauf spielen. Also so viel auch, dass 1 GB rauskommt. Steht auch nochmal alles dort, dass das alles prepaid ist. Also hier steht zumindest dort. Im Rest habe ich das Ganze hier oben hingeschrieben. Alle Angebote werden im Moment nur per PaySafeCard verkauft. So, dann kommen wir weiter zu den Angeboten von Summer Gaming, dem Projekt unter uns, was ich auch mit dabei bin als Projektleiter mit dazu. Sind im Moment noch keine Rangverkäufe vorhanden aus dem Grund, da das Server noch in Aufbau ist und der Kollege leider umgezogen ist und das Ganze noch dann bis morgen braucht. Und morgen gibt es leider kein Video, weil ich morgen in der Ausbildung bin und noch voll viel Stress habe. Das heißt, nächstes Wochenende müsste ein Video kommen, wo dann die Ränge entweder fertig gemacht sind oder sonstiges. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, wir möchten einen V-Server kaufen, einen dezidierten Server, einen Webspace oder auch Game- und Voice-Server kaufen, dann geht einfach vorbei, Link ist in der Beschreibung, und dann könnt ihr einfach auf Jetzt kaufen klicken. Dann schreibt ihr TS3 Server, Minecraft Server, GameSmart Server oder Arma 3 Server hier rein, euren Vor- und Nachnamen, eure E-Mail-Adresse und den PaySafeCard-Code von eurer PaySafeCard, die ihr gekauft habt. So, und falls ihr sagt, ja, ich brauche Hilfe oder irgendwas, dann klickt hier einfach, also ist das dann das dritte Bild, einfach auf zum Forum. Dort bekommt ihr das Projektnetzwerk, das ist das Netzwerk für die Homepage. Dort klickt ihr dann einfach drauf. Und dort habt ihr dann hier die aktuellen Infos. Wir haben soweit alles fertig. Das haben wir bei uns jetzt V-Server, Digital Server, Webspace, Game und Voice Server kaufen kann per PaySafeCard. Bald kommen auch die TS3 Musikbots Angebote dazu und natürlich alle Verkäufe der Projekte, die wir hosten. Das heißt, wie das auch heißen sollte hier am Ende, bald kommen auch die TS3 Musikbot Angebote dazu. Und natürlich alle Verkäufe der Projekte, die wir hosten. Also wenn wir Projekte hosten, was wir auch tun, bekommt ihr ganz unten unter unseren Angeboten die Projektpreise. Die werden wir noch unter das Netzwerk hinzufügen, hier unter kaufen oder kaufen oder hier kaufen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt übrigens noch ein neues Projekt mit dabei, nämlich die DeadSec Network Community für LS19, ARK Mobile, ARK PC, Daisy und Arma 3 Clans, ebenfalls die Eurotruck 2 Konvoi Gruppe und Spedition Müllers GmbH, also dies virtuell. Also wenn ihr Fragen habt, kommentiert entweder in diesem Video oder hier oder hier. Was ihr im Forum machen müsst, ist euch erstmal registrieren, dass ihr überhaupt Fragen beantworten könnt. Und dann würde ich sagen, das war mit dem Video für die nächsten paar Jahre. Spaß, nein. Für die nächsten paar Wochen. Denn es startet, hier kommt erstmal Werbung. Es startet nämlich, habe ich hier auch einen Black Screen? Ja, hier. Oh. So, einfach so. Und zwar starten wir. So, pass auf. Und zwar starten wir jeden Samstagabend ab 20 Uhr zu 21 Uhr einen Twitch-Livestream, einen Community-Stream auf Twitch TV. Einfach mal vorbeischauen. Dort wird dann der Community-Stream kommen. Wir haben sogar noch ein Video dabei. Das war der letzte Stream, glaube ich, ne? Tuning-Shop auf jeden Fall. Weil der Wagen taugt nichts. Der Wagen fährt wie ein Arschloch auf gut Deutsch. Genau, das ist unser letzter Community-Stream gewesen. Der wäre aber dann auch irgendwann zu Ende, weil wir hier voll die Lags hatten und so. Ich weiß nicht, ob das dann nicht hier war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir da voll die Lags in den Stream gehabt. Hier haben wir die Homepage noch bearbeitet gehabt. Und hier ging es dann los mit Need for Speed Payback im Community Stream. Das heißt, natürlich können wir hier auch alles spielen, also von dem her abgesehen. Genau, hier war der erste Stream und da war dann der zweite Stream. Genau, weil es abgehackt war, genau. Und ja, jeden Samstag ab 21 Uhr oder ab 20 Uhr
geht's dann für euch einen Community Livestream. Erstmal einschalten auf Twitch. Link dazu sind alle in der Beschreibung zur Homepage und ebenfalls zum Forum. Und dazu würde ich sagen, das war's hier mit dem Video. Ich bin raus, noch eine wunderschöne Woche. Haut rein, bis dahin, bis dann und ciao.